Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Wir spielen Resident Evil 4. Das Spiel wird diesmal mit deutscher Audiospur erscheinen und mit deutschem Interface. Da freue ich mich auch schon drauf. Komme ich mit den Sprachen nämlich nicht mehr so durcheinander. Na gut, dann wollen wir einfach mal starten. Und wir sind im Menü. Wunderbar, dann würde ich mal sagen, Hauptstory. Neues Spiel. Ich habe vorhin natürlich die Einstellung mal getestet. Bisschen was von Kapitel 1 gespielt oder vom Prolog, wenn es das gibt. Auf jeden Fall weniger als 20 Minuten. Das heißt, wenn ich mich dämlich anstellen werde, dann hat es einen guten Grund. Ich verstehe kein Wort, was der sagt. Das sieht aber echt fies aus, was die mit der vorhaben. Ui, das ist nicht gut. Da kriegt man Halsschmerzen von. Als Heads up, ich habe noch nie einen Resident Evil Teil gespielt. Bisschen was habe ich beim. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Wir sehen ja aus wie ein junger Witcher. Das gefällt mir. Dann erzähl mal. Was willst du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, hä? Der Befehl kam von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Ich hätte jetzt gern Marshmallow. Am besten in so einem heißen Kakao mit drin. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Interessantes Intro in das Spiel. Ich weiß nichts über Resident Evil. Ich habe früher mal ein paar Filme gesehen. Ist, glaube ich, im selben Universum. Bei meinem Kumpel sehe ich es ab und zu, wenn er es auf der PS5 zockt, aber. Bin gleich zurück. Der muss pinkeln. Und das in der Dunkelheit. Muss er aufpassen, dass ihm nicht der Schniedel abgebissen wird. Oder einfriert. Rauchen ist ungesund. Daran kann man sterben. Brauchst du? Wieso bin ich denn so skeptisch? Vaya sitio más tétrico. Vorsicht da in den Büschen. Hey! Hay alguien ahí? Wie unheimlich. Ich bin doch so ein Schisshase, wenn ich ein Horrorspiel spiele. Oh je. Meistens traue ich mich nicht an die Spiele ran. Ah, das sieht hier so cool aus. Muss ich ausprobieren. Der gleicht sich ganz schön Zeit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen?
Das klingt doch gut. Schau mal ihm beim Pinkeln zu. Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Ja gut, ich würd's wieder Typ im Auto machen. Ich gehe doch nicht raus in den unheimlichen Wald. Zumindest nicht allein, ohne Waffen und ohne Backup. Ah, ich hab eine Waffe. Kapitel 1. Nicht hier, du? Nein. Na gut, dann suchen wir mal unseren Freund und Helfer. Komme ich da unten durch? Generell durch? Nö. So ein Pech. Ah, ich kann auch rennen, das ist schon mal schön. Wie weit ist er denn gegangen? Ist eine gute Frage. Komische Geräusche hier. Hier stellen sich schon die Nackenhaare auf. Boah. Was ist denn mit dem Arm Ich passiert? Boah. Ganz mieser Autounfall wahrscheinlich. Ja. Gibt nichts Schlimmeres als solche E-Drücken. Na gut. Habt ihr bestimmt mitbekommen, ich zock das gerade mit Maus und Tastatur. Könnt's natürlich auch mit Controller spielen, dann wird's nur länger dauern, weil ich nicht zielen kann mit so einem Eingabegerät. Na gut. Irgendwas hier zum Looten. Looten. Sieht nicht so aus. Vielleicht darf ich noch nicht looten. Oder Loot ist markiert. Das kenne ich ja immerhin. Es gibt irgendwie so Fässer mit einem gelben X oder Vasen. Die kann ich zumindest zertreten. F zum Aufmachen. Was für ein creepy Holzschuppen. Geht noch weiter. Lag noch Holz bisschen drin. Was ist denn das? Ich kann es drehen. Hui! Ist das, um Vampire zu töten? Einfach so ein Flock? Keine Ahnung. Okay. Kann damit wohl aktuell nicht viel machen, außer es im Kreis rumzudrehen. Na gut. Der Raum ist überraschend unergiebig im Moment. Mensch, diese Inneneinrichtung. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kommt, dass sowas gut aussieht. Hier ist noch eine Tür. Jesus Maria. Der ganz unnatürlich rote Augen. Sorry, dass ich so reinplatze. Das ist nicht gut. Hey! Was soll das denn? Mich einfach hier anzugreifen. Oh, ich bin anscheinend sehr stark. Tja, der ist hinüber. Oh je, ich höre Schreie. Der hat einen Schlüssel fallen lassen. Nee, mir gefällt das auch nicht. Der Typ war komisch. Bisschen Suppe. Lieber doch nicht. Nicht die schlimmste Suppe, die ich je gesehen habe, aber auch nicht die beste. Was ist das? Oh, schön flauschig. Würden nicht die Gedärme raushängen, wäre das ja echt was Nettes. Ah, okay. Das ist nur die Marke von unserem Polizisten. Freund, der anscheinend nicht mehr lebt. Vielleicht lebt er ja noch. Nur seine Marke ist blutig und hier, das kann mal passieren.
Sowas kann man überleben. Müsst mal echt hier rein. Das sieht echt so gruselig aus. Benutzen. Ah, ich bin wunderbar im Türen aufkriegen. Cool, ich habe eine Taschenlampe. Vorsicht, nicht den Kopf stoßen. Wenn sich so ein Morgenstern oder so ein Metallteil im Haar verfängt, wird das echt unangenehm. Was bist du denn? Nee, Ratte, Ratte, Ratte. Ist die aggressiv? Glaub nicht. Okay. Ja, das sieht hier alles nicht so einladend aus. Was ist denn falsch mit den Leuten hier? Das ist so ein spanischer Zombie-Virus. Zumindest sind wir, glaube ich, gerade in Spanien. Hey. Oh nein. Oh Mist. Ich höre sie. Wie ist ihr Status? Glaub, der Status ist tot. Glaub, das war der Kumpel im Auto. Ein Glück bin ich nicht im Auto zurückgeblieben. Aus der Jagdhütte entkommen. Und wir müssen anscheinend gleich schießen. Okay. Was war das? Oh, Schritte. Wir waren doch allein hier. Lass mich in Ruhe. Fängt ja gut an hier. Ich muss mein Inventar öffnen. Gesundheit wiederherstellen. Sie können Gesundheit wiederherstellen, indem Sie Kräuter oder ein Erste-Hilfe-Spray verwenden. Die Wirkung von Kräutern kann durch Kombination mit anderen Kräutern intensiviert werden. Rotes Kraut erhöht die Menge wiederhergestellter Gesundheit. Gelbes Kraut erhöht die maximale Gesundheit. Erste-Hilfe-Spray. Muss ich das gleich nehmen? Benutzen. Jetzt habe ich aber keins mehr. Ich hoffe, das war's dann an den Feinden. Ich habe noch 6 Schuss, wie es aussieht. Und keine hilft mir. Es fängt nicht gut an. Oh oh. Schleichen. Schleichen, 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 schleichen. Ich glaube, ich kann Feinde auch heimlich ausschalten. Ja, das war's für heimlich. Hör mal auf, dich so viel zu bewegen. Ja. In die Eier ist immer tödlich. Au, mein Nacken. Greif ihn an. Greif ihn an. Ich habe keine Munition mehr. Hm. Ach, scheiße. Komm, nimm die Schaufel. Damit können wir wenigstens Distanzangriff machen. Ah, gut, die Waffe ist leer. Die bringt jetzt nichts mehr. Ah, hab da auch ein Auswahlmenü gehabt. Irgendwo hier hinten noch irgendwas aufsammeln. Am besten Munitionscontainer. Ja, du, das bringt dir nichts. Du hast keinen Schuss. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Schlecht. Präsidententochter, Baby Eagle.
Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Guter Spitzname, Baby Eagle. Ich sehe hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Ich wünschte, wir hätten die Schaufel aufgehoben. Ich find selbst raus. Gute Wahl bei keiner Munition. Was ist denn falsch mit den Leuten hier? Wir müssen zum See gehen. So, das ist ungefähr der Punkt, bis wo ich mal hingespielt hatte. Jetzt ist alles neu für mich. Die Brücke hatte ich noch nicht überquert. Das heißt, ab jetzt sträuben sich mir die Nackenhaare. Mehr als es vorhin schon getan haben. Ich hoffe, wir kriegen bald Munition. Oh, da ist ein richtig fetter Rabe. Was soll denn das? Das kann nichts Gutes bedeuten. Da ist eins der gelben Fässer, die ich treten kann. Bitte sei Munition drin. Ja, 12-mal Pistolenmunition. Oh, noch ein gelbes Fass. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen bzw. sie von dort zu entnehmen. Interessant. Dann mal speichern. Sehr schön. Aufbewahrung. Braucht man, glaube ich, nicht. Koffer anpassen. Keine Ahnung. So, das mache ich mal hier auch schön kaputt. Schießpulver. Keine Ahnung, was das bringt, aber ich kann es aufheben. Das heißt, ich nehme es mit. Hallo? Oh. Das ging ja einfach so. Ich höre schon wieder ungute Geräusche. Den Wolf hat es aber auch zerlegt. Rechts sind komische Geräusche. Der ist in eine Bärenfalle gelaufen. Das ist nicht gut. Er ist ja gar kein Bär. Hat da nichts drin zu suchen. Pistolenmunition her damit. Sieht aber echt nett aus, das Spiel. Und im Moment habe ich noch keine panische Angst. Das ist doch mal was Schönes. Ich da von daher kam ich, alles klar. Irgendwer hat hier komisch geatmet neben mir. Beinahe übersehen. Her damit. Peseten. Was sind Peseten? Irgendeine Währung. Oh, komm raus. Egal, woher du Geräusche machst. Ich muss nachladen. Kann ich irgendwie ausweichen? Komm schon, ich spiele mit Maus und Tastatur, weil es mir hier einfach fallen soll zu schießen. Na gut. Lass das. Wieso wackelt der so? Was ist falsch bei dir? Mist. Lass das. Der hat Pistolenmunition fallen lassen. Ein Glück. So, diesmal lade ich nach. Jetzt weiß ich, dass ich es machen muss. 500 Peseten.
Hoffentlich steht der nicht nochmal auf. Ich brauche anscheinend Kräuter bald. So viel Health ist nicht mehr vorhanden. Na komm schon. Ui, können wir glaub rennen. Oh je, ein dunkler Schuppen. Ich war doch emotional drauf vorbereitet. Oh, rotes Kraut aufgehoben. Bleib unten, bleib unten. Bist du tot? Ich hoffe, du bist tot. Oder zumindest zum zweiten Mal tot. Alter. Schön liegen bleiben. Ich habe eine Blendgranate. Können wir vorbereiten und werfen. So. Dann mal los. Ich hoffe, ich muss keine Kräuter einnehmen. Bitte nicht schon wieder in die Schulter stechen. Na, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh. Dafür reicht meine Pistolenmunition nicht. Ja, oh, ich hab's weggesteckt. Dachte, mit rechts kann ich ranzoomen, aber wohl eher mit dem Mausrad. Nein, nicht. Scheiße. Leute, was geht bei euch ab? Ihr könnt ihn doch nicht so heiß machen. Fuck, ist das schmerzhaft. Hätte ich ihn retten können? Glaub nicht. Das sieht doch eher nach einem sinnvollen Weg aus hier. Ich glaube, in dem Topf sind Kräuter. Her damit. Das sieht nach grünen Kräutern aus. Ja, grünes Kraut. Wehrt nicht mehr. Links sind auch Geräusche. Und hier ist zumindest ein Hähnchen, das nicht weiß, wie man läuft. Und auch eine Kiste. Ich hoffe, ich kann die alte Bäuerin einfach so ausschalten. Sehr gut. Und auch Pistolenmunition. Heute ist mein Glückstag irgendwie. Riseten! Oh, lieber schleichen, oder? Muss ich eigentlich hin? Oh, da wird wieder einer drin sein. Ich höre das schon. Oder? Nee. Ein Glück. Schießpulver. Okay, Inventar. Objekte herstellen. Auf Basis bestimmter Materialien wie Rohstoffen, Schießpulver und Messern können neue Objekte hergestellt werden. Mit Rezepturen können Sie Ihr Repertoire an herstellbaren Objekten erweitern. Waffenschnellzugriff. Unter Objekte können Sie eine Waffe dem Schnellzugriff zuweisen. Insgesamt können bis zu 8 Waffen zugewiesen werden. Je 2 in den 4 Richtungen. Alles klar. Crafting. Herstellen. Kräutermischung. Grün und Rot herstellen. Okay. Die ist jetzt im Inventar. Genau, dann muss ich die, glaube ich, einnehmen. Und ich wollte die gern einnehmen. Benutzen. Und die Health ist wieder voll. Ist das nicht toll? Kann ich sonst noch irgendwas herstellen? Pistolenmunition brauche ich. 5 Schießpulver und was ich noch nicht kenne. Okay, hier ist eine Karte. Die Karte, wenn sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können sie ihre Position sowie ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf vermerkt.
Sehr gut. Dann haben wir noch Wichtiges und Schätze. Da kommen anscheinend unsere Schlüssel und Schätze rein. Und dann haben wir noch Akten. Okay, einfach das, was wir aufgesammelt haben. Das ist, glaube ich, einfach so ein Journal. Vielleicht müssen wir auch irgendwas kombinieren später. Ich habe keine Ahnung. Oh. Karte M. Haben wir ein Questziel? Tatsächlich haben wir auch. Dann muss ich hier einfach nach links. Hallo. Das ist jetzt vor mir Feinde und hinter mir Feinde. Den Typ mag ich nicht. Der ist ja direkt hinter mir. Renn! 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 So, Blendgranate. Oh, wo ist? Blendgranate auf 2. Das wird laut. Kann ich nicht irgendwo hochklettern? Hochklettern! Immer schön in eine Sackgasse manövrieren. Ich hätte nachladen sollen. Ich hätte nachladen sollen. Ich bin in der Sackgasse. Lad nach! Ein Glück hat das geklappt. Raus hier! Renn! Renn doch mal! Renn! Wieso rennt der so langsam? Ich hab Angst. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh komm, triff doch! Du spielst extra mit Maus. Nachladen, nachladen, nachladen. Ja! Nein! Das sieht nicht gut aus. Geht mir aus dem Weg! Kann ich nicht ausweichen oder so? Au! 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 Zum Glück kämpfen die nur gerade nacheinander. Wieso sind das so viele? Wo muss ich denn hin? Ich hab Angst. Nein, da sind ja noch mehr. Rein hier. Fuck. Komm schon. Gibt's hier nicht irgendwie so Explodierfässer? Die habe ich bei meinem Kumpel auch schon gesehen. Was wollt ihr von mir? Ja, mich töten, okay. Gibt's hier auch was Sinnvolles, was ich machen kann, außer zu rennen? Ja, wir gehen noch eine Runde. Au. Vielleicht komme ich ja hier an Schuppen. Komm schon. Ja, mit der Pistolenmunition. Boah, ey. Geht mit euren Schaufeln da weg. Komm rein in den Turm und dann Leiter hoch. Leiter! Ja, habe ich doch vorhin auf der Map gesehen. Und was nun? Was? Was? Nein! Nein! Boah, leckt das gerade. Was ist jetzt los? Nos invoca.
Okay. Wir haben es anscheinend etwas überlebt. Es liegt gerade. Muss kurz die Grafik untersetzen. Kann ich anscheinend erst nachdem. Hat sich irgendwas vollgesogen. Der Grafikspeicher vielleicht. Jetzt hat sich's wieder eingekriegt, ein bisschen. Ja, beten ist wichtig. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Bingo, du hast es erfasst, Charakter. Boah, das nenne ich mal Resident Evil 4. Die Residents hier waren alle evil. Genau, das Spiel hat sich noch nicht gefangen. Dann mache ich kurz einen Cut und schaue, warum meine Grafik sich beschwert. Und dann sind wir gleich wieder da. So, weiter geht's. Grafik ist wieder korrekt. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ja, du hast leicht reden. Na gut. Erstmal looten und vor allem die schöne Pistolenmunition wieder einsetzen in die Waffe. Große Windmühle. Hier drauf, oder? Okay, wir müssen die Karte öffnen, aber Kraut müssen wir auch ernten. Hier ist glaube ich noch eine Nebenquest, oder ist das das Questziel? Keine Ahnung, da ist auf jeden Fall auch noch Kraut drauf. Ja, erstmal looten, wie gesagt. Erstmal looten. Hier im Hinterhof ist grünes Kraut. Her damit. Und hier müsste auch noch ein bisschen was an Loot liegen. Ja, einiges würde ich mal sagen. Her mit den Peseten. Oh, eine schöne Pistolenmunition. Gut, uns geht's immer noch nicht so super. Oh, ich höre schon wieder komisches Zeug. Und hier hängt Knoblauch. Wären das Vampire, könnten wir uns den jetzt einfach umhängen und hätten ein bisschen einen schöneren Nachmittag. Hier noch irgendwie was von Bedeutung drin? Vielleicht. Ein Rubin. Ist das nicht toll? Wir sind reich. Was kostet so ein Rubin? Auch nicht die Welt. So, große Windmühle, große Windmühle. Gut, da gibt es auf jeden Fall das Questziel. Da war eine Schreibmaschine. Okay. Noch ein grünes Kraut irgendwo hier im Hof. Muss ich da durchkommen? Nö. Komme ich hier irgendwie noch auf die Rückseite? Dann mach doch einfach die Tür auf. Sieht auch nicht so aus. Irgendwie will ich aber noch an das Kraut kommen. Ich habe das Gefühl, ich brauche jedes Health-Item, das ich bekommen kann. Vielleicht können wir doch hier hoch. Nö, wie gesagt, das müsste hier irgendwo rechts sein. Vielleicht ist es einfach im Turm. So. Kann man nochmal hoch? Auch nicht, gut. Dann ist es halt so. Bisschen Schwund ist immer. Okay, Schlüssel haben wir noch nicht. Ist aber auch keine Windmühle. Ich glaube, da sind die ganzen Zombies gerade drin. Ich weiß nicht, ob ich da rein sollte. Vielleicht habe ich ja irgendwie sonst was übersehen. Was bist du? Rotes Kraut, her damit. Anscheinend wird nur Loot angezeigt, von dem ich weiß. Schießpulver. Her damit. Und was bist du hier drin? Zugeschlossen. Na, da könntest du reinklettern. Muss dich nicht so anstellen.
Auch kein Schlüssel. Wo liegen denn die ganzen Schlüssel rum? Ist ja gut. Greif doch mein Messer an. Hä? Was macht mein Charakter? Rohstoffe. Das war das, was ich noch nicht kannte. Ich dachte echt, ich kann mit dem Messer einfach angreifen. Muss ich dafür V drücken? Nö, das war ja die Karte. Die hat keinen Schlüssel fallen lassen, oder? Nee, wäre zu schön gewesen. Wäre zu schön gewesen. Spiel, was willst du von mir? Ich hab doch jetzt wirklich schon alles Erdenkliche durchsucht. Waren wir hier eigentlich schon drin? Können wir da überhaupt rein? Nee, das... Was bist du denn? Da brauche ich eine zweite Person, die habe ich aber gerade nicht. Okay. Vielleicht später dann. War das nicht die Windmühle? Windmühle und hintenrum. Windmühle und hintenrum. Hab ich eine Legende? Sieht nicht so aus. Okay. Das waren verschiedene Layer. Irgendwie vor mir müsste das Scheißkraut sein. Sehe ich nicht. Und die Leiter ist definitiv unwillig, mir zu helfen. Toll. Sieht nach unten? Sieht nach unten zumindest nach einem Platz aus. Bin gerade echt überfragt, was das Spiel von mir will. Springen kann ich nicht. Missionsmarker habe ich hier links. Da fehlt mir aber ein Schlüssel. Und irgendwo rechts, da fehlt mir eine zweite Person. Was haben wir hier? Verschlossenes Gartentor. Na gut, müssen wir die Häuser dann eben noch durchsuchen, solange es geht. Visiten. Und hier kann ich zumindest rausspringen. Und das bringt mir nichts. Oh, nichts hätte ich nicht gesagt. Pistolenmunition ist immer gut. Sicherstellen, dass wir die auch ausgerüstet haben. Hätte ich irgendwo was aufheben müssen von irgendjemandem, den ich umgeschossen habe? Von so einer alten Omi zum Beispiel. Oh, hier war man noch nicht drin. Zumindest oben nicht. Und wahrscheinlich auch unten nicht, sonst wäre mir die große Treppe aufgefallen. Hier liegt ein Würstchen rum. Ein Erste-Hilfe-Spray. Nochmal Pistolenmunition. Ist das nicht schön? Alles, was man sich, was man so braucht. Was bist du? Kann ich damit den Eingang verriegeln? Wäre cool, wäre hier hinter jetzt ein Schlüssel gehangen. Pepperoni. Chilischoten meine ich. Gibt es da einen Unterschied? Da gibt es einen Unterschied. Schrotflinte. Schießt du mit Schrot, ist dein Gegner tot. Das sage ich immer. Nee, das habe ich gerade spontan improvisiert, aber ich mache es zu meinem Markenkennzeichen jetzt. Eine Handgranate. Die mag ich in Spielen immer am meisten. Komm schon, nimm das Amulett mit. Das ist doch bestimmt was wert. Ich habe gerade mit und wert miteinander vermischt. Das ist natürlich auch eine Strategie. So. Pistole. Handgranate ist auf 4, das kann ich mir merken. Ich glaube, das war's hier. Ja, das habe ich immer noch nicht. Jetzt wird's wieder Zeit, mir zu sagen, was ich tun soll, Spiel.
Und zwar ein bisschen deutlicher. Könnt überall Bärenfallen aufstellen. Ich denke, hier war mal schon drin. Ich habe mir das echt nicht gut gemerkt. Nee, war mal nicht. Haben schon irgendein Schlüssel oder irgendwas. Ich nehme auch den Loot. Maiskölbchen. Und zwar nicht die gelben. Ah, da ist bestimmt was in den Schränken drin. Noch eine Handgranate. Rohstoffe. Muss ich mir einen von diesen Schlüsseln craften oder wie sieht das hier aus? Wir schauen nochmal hier nach oben. Ich habe zumindest so eine Art Balkon gesehen, die ganz interessant aussah. Ja, das da halt. Wusste jetzt nicht, dass er so übertrieben rausspringen will. Jetzt mal hier rein. Nee. Wir können hier über Fancy aus den Wänden, aus den Fenstern springen. Ich bräuchte so einen Wegpunkt. Irgendwas. Große Windmühle, große Windmühle, große Windmühle. Müssen wir nicht einfach hinten zum Tor? Bin ich einfach blöd? Oh, war hier was? Irgendwas ploppt doch hier auf. Seidenkristall. Wer hat den denn da hingelegt? Und zumindest habe ich auf die Höhe keinen Fallschaden. Wenn man da reinkommt, weiß ich nicht. Ich schaue jetzt einfach mal, ob man hier durch das Tor kommt. Ja, tatsächlich. Okay. Na gut. Windmühle. Unfreundliches Personal wieder. Ich hoffe, das Schwein ist noch nicht. Dann können wir leise drüber klettern. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe kein Messer mehr. Daran liegt's. Vielleicht sollte ich erstmal nicht schießen. Wieso habe ich denn kein Messer? Hat das eine Helf? Das ist ja kaputt. Kann ich das reparieren? Gleich im Crafting-Menü. Flintenmunition könnte man auch machen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Heilung würde ich jetzt mal herstellen. Kräutermischung Rot und Grün. Und das war's auch schon. Ja, das mit dem Messer ist jetzt Pech. Das Ei hat einfach ein... ja, das Huhn hat einfach Loot gedroppt, hat ein Ei gedroppt. Na, ihr Eutertiere, habt ihr ein Messer für mich? Ich würde auch die Schaufel nehmen, die da rechts von euch lag. Na komm schon. Irgendwas muss doch hier drin sein. Was ist das? Oh, das war ein Schuss zu viel. Aber der hatte Pesiten dabei. Komm schon. Ich wusste nicht, dass mein Messer so schnell den Geist aufgibt. Warum denn eigentlich? Noch kurz hier rumlaufen. Na komm, auf Tiere schieße ich nicht. Zumindest nicht auf welche, die mich nicht angreifen. Die sind aber ganz schön entspannt, die Tiere. Und hier war auch so ein Leuchtteil. Die kenne ich von meinem Kumpel. Komm schon, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Ja, und hier hing das nächste.
Ich weiß leider nicht, was die bringen. Wir haben nie alle 5 gefunden. Zumindest bei dem Level, das ich im Sinn habe. Schreibmaschine. Unbedingt speichern. So. Eher mit den Pisiten. Ist das der richtige Weg? Kam ich hierher? Ich glaube, ich kam hierher. Jo, sieht danach aus. Windmühle ist da, da muss ich irgendwie hinten rum lang. Dann schauen wir mal, wie wir da hinten rum hinkommen. Oh, da ist ein Steckbrief. Ich dachte, wäre wieder eins dieser blauen Leuchtteile. Hier ist erstmal eine Kiste. Mit Rohstoffen. Ich bin ein Fan von Rohstoffen. Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. In Gottes Namen, kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben? Belohnung ist Spinell mal 3. Was immer ein Spinell ist. Und was ist das hier? Interessanter Schlüssel, den man dafür braucht. Hätte ich den bis jetzt schon haben können? So, vielleicht gehen wir hier noch tatsächlich ins Haus rein. Da höre ich aber schon Geräusche rauskommen. Okay, hier komme ich auch nicht rein. Vielleicht auch besser so. Hallo? Hinten ist auch noch eine Tür. Okay. Komische Geräusche daraus. 3 von 5. Ganz ruhig. Ich bin hier, um zu helfen. Hilft das? Und das? Und das? Ich glaube, der letzte hat... Wow. Was hat die denn gemacht? Hey, da hinten ist eine Truhe. Eine Wildschwertruhe. Da ist hier noch eins. Ich glaube, 1 bräuchte ich noch. Also 1 bräuchte ich in diesem Gebiet. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hoffentlich nicht innerhalb eines Schweines. Da sehe ich das so schlecht. Ich werde nicht lange danach suchen, aber so an den offensichtlichen Stellen nochmal durchgehen. Aber falls das nichts wird. Ich hätte es jetzt zum Beispiel da dran gehängt. Als Fanatiker. Naja. So, einmal noch hier im Stall irgendwie schauen, obwohl 1 haben wir hier ja schon bekommen. Fast übersehen. Fast übersehen. So, komm mal hier rüber. Nö. In dem Baum hängt auch nichts. Irgendwo auf der Mühle wäre natürlich auch ein schöner Platz. Nee, ich muss sagen, ich find's nicht. Bin auch kein Completionist, deswegen... Boah, gehe ich mal einfach weiter. Ja, mit dem Zeug. Wieder ein Seidenkristall. Und was ist hier drin? Ein Draht. Komm schon. Sehr gut, habe ich entschärft. Ein Glück piepsen die Dinger so laut und blinken so rot. Ansonsten wäre es ja echt schwer, den auszuweichen. Hier, da ist eine Leiter, weil hier ist gelbes Kraut. Ey, gelbes Kraut. Dann einmal nach oben. Dann wird man dich loben. Ich glaube, ich krieg wieder auf die Fresse. Erstmal umsehen, erstmal umsehen, erstmal umsehen. Okay, hier kann ich das Tor wahrscheinlich nach oben befördern, wenn das was bringt. Was ist denn hier hinter? Ich weiß leider nicht, in welcher Reihenfolge ich hier agieren
sollte. Ah, hier ist die Schatzkiste. Die ist natürlich wichtig. Ich hoffe, ich brauche keinen Schlüssel. Weinkanne. Yay. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesamten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem höheren Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelsteinen besetzen. Okay, das macht sogar Sinn. Oh, so schöner Loot. Oh, oh. Muss ich das aufschießen? Das sah so aus. So, alle schön durchsuchen. Rubine. Ein Küchenmesser. Ich habe wieder ein Messer. Oh, das Holzzahnrad brauche ich wahrscheinlich. Wer bist du denn? Bist du eine Kuh? Schrotflinte. Das verlangt nach Schrotflinte. Na komm raus, du Eutertier. Du hältst überraschend viel aus. Das respektiere ich. Na gut, das hat auch gereicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ist ja gut. Hört mal auf, mich hier abschlachten zu wollen. Ich muss kurz nachladen. Wartet kurz ab. Hey, wer mit Äxten wirft, ist kein netter Mensch. Na komm, in den Hintern. Ja, Hinternschuss. Oh. Jetzt aber. Irgendwann ist hier auch mal genug. Was ist denn los mit meinem Charakter? Wieso hält er sich so komisch am Arm fest? So. Ja, ist ja gut. Ich glaube, Helf bräuchten wir auch ein bisschen. Ah, okay, jetzt haben wir es hier hinten aufbekommen. Und das waren die Leute, die ich vorhin hier gehört habe. Das Hähnchen hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Aber alles ist gut. Alles ist gut. Gut, und das Holzzahnrad habe ich jetzt aufgenommen oder nicht? Ich denke mal. Irgendwer hier, der noch aufs Maul will? Nee, anscheinend nur ich. Gut, da war auch nichts drin. Draußen sind noch Kisten. Kiste, Kiste, Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. So schön. Schauen, dass alles seine Ordnung hat und geladen ist. Ich schätze mal, was nicht schaden wird, ist so ein Helfding zu nutzen. Wunderbar. Ich bin vorbereitet. So, dann dürfte das Zahnrad einfach mal hier fehlen. Hab ich jetzt mal so kombiniert. Ich als Mechaniker. Und der Sesam hat sich geöffnet. War hier nicht irgendwo die Schreibmaschine? Doch, da hinten. Okay, und hier ist das letzte blaue Teil. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Vor allem, wenn es so schön auf der Karte angezeigt wird. Und die Schreibmaschine wird sich wahrscheinlich auch lohnen, einfach um es mal zu speichern. Obwohl, es gibt ja Checkpoints. Bin mir jetzt nicht so sicher. Also irgendwo rechts muss das blaue Teil sein. Tue mich tatsächlich noch ein bisschen schwer, die Karte zu lesen. Also ich muss meinen Charakter umpositionieren. Echt hier drin? Hier sehe ich aber... Ah! Sehr schön. So, und dann Schreibmaschine irgendwo geradeaus war die. Da speichern wir einfach nochmal. Ah, in dem Haus müsste das gewesen sein. Die haben jetzt schön Fortschritt gemacht. Die haben die Kuh ausgeschalten, die mit dem Hammer auf uns losgegangen ist. Boah, speichern wir einfach nochmal. Sehr schön. Und jetzt geht's weiter. Noch ein Ei. Her damit. Noch ein Ei. Das ist ein braunes Hühnerei.
Dankeschön. Kann man damit irgendwas ganz Tolles machen? Ich hoffe mal. Hier geht's hier lang. Ja, aber bis jetzt ein ganz schönes Spiel. Noch bin ich nicht komplett durchgegruselt. Also tatsächlich kann ich das im Moment auch noch spielen. Muss ich das auf die Seite fahren? Hui! Die Kuh da oben auf dem Wagen hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Und sicher, dass ich nicht hier rein muss. Ich bin mir jetzt sicher. Na gut. Wollen wir mal weitergehen. Oh oh. Spiel hat automatisch gespeichert. Das heißt nie was Gutes. So viele Erfahrungen habe ich dann schon. E für Ausweichen. Habe ich nicht geschafft. Wer nutzt denn E für Ausweichen? Rüber komme ich hier aber nicht. Tja. Bist du tot? Ja. Sieht tot genug aus. Na, anscheinend komme ich jetzt nicht hier durch und muss doch durch die andere... das andere Tor gehen. Ich würde die Brücke jetzt einfach abreißen, tatsächlich. Hä? Oh. Anscheinend habe ich den falschen Schluss gezogen. Das kommt öfter mal vor. Aber wo soll ich denn hier lang, bitteschön? Nach vorne hast du mich ja auch nicht... Ah, einfach leicht nach rechts. Na gut, ich sag, das kann jedem mal passieren. Nahkampf. Nimm das, du alte Omi. Oh je, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's hell. Schön, schön, schön. Und nachgeladen. Oh, Fledermäuse. Oder Flughunde. Ich glaube Fledermäuse. Nee. Oh. Kann man die vielleicht anlocken? Hey, wer schießt denn da? Nein! Bärenfalle, Bärenfalle, Bärenfalle. Hör mal auf mit deinem Dynamit. Ich dachte, wenn ich die anlocke und die den Stolperdraht auflösen, spare ich mir eine Kugel. Komm, der Typ kommt doch gleich wieder, oder? Anscheinend nicht. Hat vielleicht kein Dynamit mehr. Ey! Achso, hat glaub einer das ausgelöst tatsächlich. Nahkampfangriff. Nein, nein! Hat er mich erwischt? Hat er mich erwischt? Nee, alles noch dran. Sehr gut. Nicht sehr gut. Sehr gut. Nicht gut. Was hast du denn da wieder? So macht man das doch nicht. Das hat man doch nicht im Hals drin. So. Ein Glück haben die Sprengfalle aufgelöst. Dann ist mein Plan ja nicht ganz nach hinten losgegangen. Oh, Bärenfalle. Irgendwer stöhnt hier links. Nicht schon wieder. Hey, nicht mit Äxten werfen.
Wo hat die die ganzen Wurfäxte her? Schon wieder Bärenfalle. Ich glaub's ja nicht. So, Inventar. Gesundheitsspray. Da ist noch eine Bärenfalle. Also der Typ oben meint's ernst. Der will auf die Fresse. Haben schon keine Bärenfallen mehr. Keine Bärenfallen mehr. So, kostet zwar Munition, aber ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie man die anders ausschalten kann. Und hier komme ich gerade tatsächlich nicht hoch. Doch, hier müsste ich reinkommen. Dann ist der Typ wo? Ich dachte, er wäre hier irgendwo oben. Sehe ich aber nicht. Na egal, dann her mit den Pisiten erstmal. Ey! Und wo? Soll ich dann nicht mit hier Explosionswaffen um dich werfen, als wäre es nichts? Nix? Nachladen. Und da hinten liegt ja noch ein bisschen Piseten. Ich mag meine Piseten. Oh nee, was hast du jetzt wieder für ein Problem? Sehr schön. Aus Dynamit schießen hilft anscheinend auch. Das sieht nicht gut aus. So sollten Gedärme nicht aussehen. So sollten aber Piseten aussehen. Bisschen mehr könnten es aber sein. Das hört sich nicht gut an hier. Schrotflinte. Ja, vielleicht auch nicht. Erstmal looten. Oh, rotes Kraut. Das kombiniere ich doch gleich. Kräutermischung grün und rot. Kräutermischung grün und grün. So. Habe ich zwar umgekehrt gemacht, glaube ich, als ich es gesagt habe. Hat aber trotzdem was gebracht. Okay, die Hühnereier stellen auch Gesundheit wieder her. Das ist gut zu wissen. Messer haben wir da zumindest ein kleines. Ich wollte, glaube ich, noch was craften. Pistolenmunition mal 10. Nochmal mal 10. Gut. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Pistolenmunition. Dann stört es mich auch nicht, wenn ich auf Bärenfallen schieße. Okay, kein Schlüssel dafür. Tja. Wie gesagt, leuchtet rot und piepst laut. Schlecht, um Einbrecher nicht darauf hinzuweisen. Ja, das muss ich wahrscheinlich rotieren. Rotieren. Oh, ist das nicht schön? Ist das ein Hinweis? Keine Ahnung. Eher mit dem Zeug. Rohstoffe brauchen wir immer. Da liegt Tomatensauce. Eine Ukulele. Glaube ich zumindest. Ukulelig aus. Mist. Dachte, ich könnte es heimlich machen. Nee, keine Granate. Nein, nicht jetzt damit. Geh weg da. Geh weg da. Hallo. Ich wollte die Animation nicht starten. Ja, genau das passiert deswegen. So unnötig mein letztes Hilfe-Item verschwendet. Na dann, runter mit uns.
ein Glück haben wir eine Lampe. Oh, wer bist du denn? Soll ich gleich drauf schießen? Besser nicht. Etwas Feingefühl. Du sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Nein. Also die sind ein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Joder, nicht der Typ! Wer sind Sie? Stehen bleiben! Ah, das habe ich ja mal wieder toll hinbekommen. Und vor allem mit so wenig Hilf. Wir sind jetzt auch infiziert. Aber wir haben das Kapitel beendet und damit endet auch die Episode. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.